Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Oh. Das war vielleicht dumm. Ihn hübsch. Und wir waren ja in letzter Zeit hier ziemlich weit unterwegs, muss ich sagen. Ich durchsuche mal einfach den Schrank. Ja, und hier ist so ein komischer Palast. Also als erstes gehe ich mal komplett zurück und durchsuche nochmal den einen Raum, den ich noch nicht durchsucht habe, vor lauter Aufregung. Stimmt. So, auf jeden Fall sind wir, haben uns hier schon ziemlich stark vorgearbeitet. Hier habe ich schon alles genommen. Frostsalze, Feuersalze, Tabakmischbeutel, Elektroplasma, Bienenstock, Sachen. Alles mal mitnehmen, ne? Gold. Bisschen Magicka. Ups, Entschuldigung. Ein bisschen was von der Säure. Dann gucken wir mal ein bisschen was wir wieder weghauen können mit dem Entzaubern. Zum Beispiel den kaiserlichen Bogen würde ich jetzt mal weglegen. Ja. Nee, das Ding nicht, aber wegen der Beschwörung. Dann die Robe der Beschwörung. Dann die geringe Robe der Wiederherstellung. Geringe Robe der Zerstörung. Und die Stahlstiefel der Ausdauer. Würde ich einfach mal alles so zerstören. Weil ich die ja sozusagen nicht gebrauchen kann. Weil ich ja kein Magier werden möchte. Aber meine Rüstung verzaubern möchte. Was natürlich sehr paradox ist. Na? Ach, hier geht's weiter, genau. Genau. Hier haben wir auch nichts mehr gehabt. Gehabt, gehaben, habt. Aber hier geht's jetzt weiter und. Oh. Ah ja, stimmt. Ich muss ja meinen anderen Bogen nehmen. Oh. Ich sag jetzt nicht, dass ich nur einen Nordbogen habe. Nehmen wir den Nordbogen. Ich höre da nichts, ne? Das ist etwas doof. Irgendwie. Will das Schloss nicht so, wie ich will. Ups. Also irgendwie sind die Sounds weg. Das finde ich ziemlich. Oh, schade. Hallo? Zack. Da steht einer. Nein, das ist nur der Katzenleuchter. Ich habe schon Angst bekommen. Was haben wir denn so im Fach drinne? Weizen können wir auch mal mitnehmen. Hier haben wir nichts drinne. Was ist mit meinen? Ach, da sieht alles okay aus. So, dann geht's mal weiter und speichern natürlich, ne? So. Was haben wir denn hier oben? Oh, ich glaube. Lass mal leise hier entlang laufen. Hier ist auch nichts drin. Denn ich glaube, hier ist irgendwas, was ich nicht so gerne
der wem ich nicht so gern begegnen möchte. Na? Zeigst du dich schon mal? Nö. Hier sind wir scheinbar hergekommen, oder? Ja. Wo geht's denn? Hier geht's raus. Ach, schön. Also haben wir das Ding einmal durchgemacht. Und dann ab Snap-Simmelsranst. Dann können wir unseren Weg fortsetzen. Zu unserer Mission, die ich gerade leider nicht mehr weiß. Weil ich einfach keine Ahnung mehr habe, weil ich schon zu lange nicht mehr gespielt habe. Naja. Jetzt können wir aber auch wieder aufrecht laufen. Ja. Pferd für Olga. Dann lauf mal, schönes Pferd. Hallo? Wir machen hier ein bisschen Buschreisen. Boah, jetzt habe ich Soundbugs. Ich höre kein Pferdegeklapper. Ich weiß nicht, was los ist mit dem Spiel. Aber scheinbar ist das nicht so wirklich gerade gut. Einstellungen, Audio, Effekte sind an, Stimmen sind an, ist alles an. I have no idea what's going on. You know? Lass mal auf die Karte gucken. Ja, ich würde sagen, wir folgen dann hier diesem Wege. Oh. Und sprinten mal ein bisschen. Komm. Schneller. Oh. Irgendwie hört sich das nach Kampf an. Ein Ochse. Ach, ich dachte, der hätte ihn jetzt umgerannt. Naja. Boah, wieso geht die Musik so ab? Ich habe keine Ahnung. Niemand da? Lass mal gucken, was der so bei sich hat. Nee. Ja, der wurde eben ausgeraubt. Dann laufen wir mal richtig schön weiter gegen, ich meine, es ist Westen. Nordwesten könnte es sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Naja, egal. Heute ist übrigens heute sind übrigens die Systemanforderungen für Assassin's Creed Unity herausgekommen. Was ich wahrscheinlich, wo ich richtig heiß drauf bin und was ich wahrscheinlich auch Let's Playen will, werde. Ich werde es auf jeden Fall spielen. Was war das? Ich werde es auf jeden Fall spielen. Und, ja.
Ein PC ist zwar schon gut, aber irgendwie sagen die Systemanforderungen das anders. Die sagen nämlich mal eben so, naja, das geht nicht. Du kannst nur auf minimalen Einstellungen spielen. Das ist jetzt schon ziemlich hart, muss ich sagen. Guck mal, da läuft wieder ein Mensch rum. Mal gucken, was wir dem fragen können. Steigen wir einfach mal ab. Oh. Na? Wichtige Lieferungen zu erledigen, keine Zeit für Geplauder. Okay. Oh ne, ich habe jetzt schon wieder diesen Soundbug. Nein. Also ihr hört es richtig, aber ich höre es nicht richtig. Das ist mein Problem. Das macht überhaupt keinen Spaß, dann zu spielen. Na? Was ist denn das für eine Karawane hier? Vielleicht seid ihr auf die Karawanen von Madran oder Akari gestoßen? Werft einen Blick darauf. So. Was hat er denn so Schönes? Oder ich kann ja erstmal verkaufen, ne? So, Eisendolch. Oder... Was kann ich denn noch so verkaufen, was ich nicht brauche? Totenröhrenzerstörung. Ne. Ne. Ah, Giftrezept. Cool. Ne. Brauch ich nicht. So, was hat der denn hier so Schönes? Kaiserliches Bogen des Eises. Der Bindung klingt richtig gut. Habe ich jetzt leider nur nicht genug. Wie schade. Novizenrobe. Pelzausrüstung. Silberring, Totenrobe. Ne, kann ich nichts gebrauchen. Kann ich auch nicht gebrauchen. Hat der hier vielleicht so ein... Oh. Ne. Besitzt nicht genügend Gold. Ach so, da ist mein Gold. Ups. Ja. Möge euer Gut. Weg euch zu warmen Wüsten führen. Dann laufen wir mal weiter. Und wie lange müssen wir noch laufen? Ach ja, nicht mehr lange, ne? Warte mal, ist das hier der richtige Weg? Ja, muss. So. Hopp, 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 hopp. Was haben wir denn hier für einen Tempel? Wir können auch nicht einmal komplett durchlaufen, ne? Und was hat Gilabellas Segen an sich? 10% auf Redekunst. Ja, wieso nicht, ne? Ja, laufen. So, und, ja. Oder nein, die Systemanforderungen von Assassin's Creed sind nicht heute, sondern ich meine, sie müssten gestern eigentlich rausgekommen sein. Oh. Aua. Das ist nicht so klug, da stehen zu bleiben. Abhauen. Ach, die kämpfen gegen den Drachen. Okay, dann hauen wir mal ab, ne? Ich habe keinen Bock auf die.
so. Ja, was ich noch sagen wollte, die... Oder gestern war das, glaube ich, sogar schon, ist Sid Meier's Civilization Young Earth rausgekommen. Und ich muss sagen, das Ding gefällt mir richtig gut. Also, ja, ich komme zu dir. Hallo, wieso kämpft ihr gegen mich? Nein, nicht. Ah, oh, jetzt habe ich die Konsole aktiviert. Nicht sterben, ja? Also erstmal ein paar Tränke. Ah. Jetzt habe ich schon wieder den Weilchen getrunken. Aber wir haben doch hier irgendwo... ja. Ich nehme mal mein Schwert. Und mein Schild. Die Abgeschworenen nehmen sich zurück. Ihnen gehört. Wow, wo? Oh. Bringen wir es. Okay, der ist tot. Gut, das war's. Abgeschworenen Schildschwert. Oh mein Gott. Ich nehme die einfach mal mit, denn... Sehen gar nicht mal so sch- Wieso greifen mich jetzt alle ab? Winziger Seelenstein. Ich sollte hier weg. Eindeutig, und hier ist der Drache. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich machen soll. Denn allein, dass der Drache hier ist, beunruhigt mich schon zu tief. Blutdrache. Okay, aber wieso sind die sauer auf mich? Und wo ist jetzt der Drache hin? Also ich muss da weiter. Sieht das zumindest aus. Ich möchte nichts mit diesen Abgeschworenen zu tun haben. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich noch kaiserliche Rüstung oder sowas trage. Lass die mal gegeneinander kämpfen. So. War doch da gerade. Ne, ich war an der Kartspitze. Ich muss davor irgendwo hin. Okay, also ich muss genau hier hin. Da ist noch immer der Drache unterwegs. Stört mich jetzt zwar so nicht so sehr. Denn ich muss in diesen komischen Tempel hin. Der Tempel müsste eigentlich genau hier drunter liegen. Oh Scheiße. Der ist aggro auf mich.
Ja. Okay. Das war jetzt mal eine etwas längere Folge. Aber ich würde sagen, hier ist Schluss für heute. Und ich muss jetzt nochmal speichern und dann nochmal meinen Grafiktreiber, meinen Audiotreiber neu installieren oder das Dolby oder irgendwie sowas neu hinstellen, damit das wieder läuft. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein.